Hallo, schön, dass ihr da seid. Willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch heute mal wieder so ein paar Sachen, die hier neu dazu gekommen sind oder sich eben bewährt haben, soweit was Kosmetik betrifft und Pflegeprodukte als auch Kleidung. Ja, und ein paar Eindrücke von Norwegen kriegt ihr natürlich auch wieder dazu. Ich habe jetzt hier mal ein paar Sachen mitgebracht von Pflegeprodukten und Kosmetika, die ich im Moment sehr favorisiere und auch zum Teil schon lange benutze. Das eine habe ich euch in einem Video schon mal vorgestellt und dachte mir aber, ich gebe euch jetzt mal ein Review nach ein paar Monaten, wie das ist. Das eine ist von Vichy das Serum Mineral 89. Das hatte ich euch schon mal vorgestellt, da hatte ich es gerade ganz neu gekauft. Das ist mittlerweile die zweite Flasche. Ich habe das eine ganze Zeit lang jetzt nur abends benutzt gehabt und morgens das von Bare Minerals, das Serum. Das ist jetzt leer und deswegen benutze ich das jetzt auch morgens. Es ist von der Konsistenz relativ gelig und im ersten Eindruck auch so ein bisschen klebrig, aber es ist wirklich super gut und es ist sehr feuchtigkeitsspendend. Also ich habe das jetzt wirklich bestimmt schon 3 oder 4 Monate in meiner Routine drin und liebe es total. Also ich mag das total gerne und das kann ich euch wirklich ans Herz legen. Ein Produkt, was ganz neu bei mir dazu gekommen ist, ist das Gentle Deep Cleansing Form. Das ist so ein Gelschaum von Bare Minerals. Das habe ich jetzt mir neu besorgt, weil bei uns gab es hier in der Parfümerie auf die Bare Minerals Produkte irgendwie 25% und dachte, ach, das nutze ich mal aus und probiere das aus. Das ist mit Sea Salts, Elderflower und Rosmarinextrakt drin. Es riecht, ja, es riecht total angenehm. Es riecht kaum wie bei den meisten Produkten dieser Marke. Das ist eher so eine gelige Konsistenz. Also das finde ich jetzt, also Schaum trifft es jetzt nicht wirklich. Es schäumt ganz gut auf und es ist wirklich ein tolles Cleansing Gel oder Cleansing Form. Das lässt sich alles gut vom Gesicht abtragen, was Make-up betrifft und es ist trotzdem nicht austrocknend und sehr sanft. Also hat mich auch tatsächlich begeistert und kommt jetzt auf jeden Fall in meine Pflegeroutine mit rein. Und bleiben wir noch bei der letzten Pflege. Ich habe euch ja schon ein paar Mal vorgestellt, dass ich von Caudalie dieses, ich nenne es jetzt mal Rosenöl, benutze nachts. Und hatte jetzt, weil ich das Problem habe, dass ich keine Caudalie-Produkte hier in Norwegen finde und die jetzt schicken zu lassen, ist extrem teuer wegen Zoll und Porto und so weiter. Das lohnt sich also überhaupt nicht und musste mir jetzt also irgendwie ein anderes Öl suchen und hatte jetzt dieses hier ausprobiert. Und das ist von Kiehl's, das nennt sich Midnight Recovery Konzentrat. Das hat hier auch so eine Pipette. Hier oben so ein Knopf, dann kann man das, wenn es zugeschraubt ist, mit der Pipette praktisch das Öl hochholen. Das hat am Anfang so ein bisschen gewöhnungsbedürftigen Geruch. Also vor allem ist es natürlich so, dass ich jetzt dieses Caudalie-Öl schon so viele Jahre benutze und diesen Geruch auch ziemlich stark ritualisiert abgespeichert habe für meine Abendroutine. Deswegen war das jetzt hier so ein bisschen eine Umstellung. Es ist aber eigentlich sehr angenehm vom Geruch her. Also wenn man sich daran gewöhnt hat, beziehungsweise wenn man sich umgestellt hat, so muss ich vielleicht sagen, ist es wirklich ein super Öl. Ich mag es sehr gerne und das ist jetzt tatsächlich schon leer. Und ich habe jetzt hier gerade ein neues wieder gekauft. Das ist leider relativ hochpreisig. Ich meine, dass es auch ungefähr noch mal so 10 Euro teurer ist als das Caudalie-Öl. Ich glaube, das Caudalie-Öl liegt so irgendwie bei 38 und ich glaube, es liegt bei 48. Also es ist schon relativ hochpreisig, hält aber lang, weil man wirklich jeden Abend nur 1, 2 Tropfen braucht. Und ich mag einfach diese Ölroutine auf dem Gesicht, wenn man ins Bett geht. Da habe ich immer das Gefühl, ich tue meiner Haut wirklich was Gutes über die Nacht. Dann habe ich euch noch ein paar Sachen mitgebracht, jetzt nicht zur Pflege, sondern mehr zur Kosmetik. Ich habe mir von MAC das Studio Radiance Make-up geholt. Ich habe da total bei vielen gehört, dass es super gut sein soll und so weiter. Ich habe ja auch von Bare Minerals diese getönte Tagescreme, die auch einen Lichtschutzfaktor hat. Die benutze ich eigentlich sehr gerne. Ich habe gedacht, ich probiere das jetzt mal aus. Das ist okay. Also was ich mag, ist, dass es relativ dünn auf der Haut sich anfühlt.
Es ist relativ trocken. Da ich eher mit trockener Haut zu kämpfen habe, ist es tatsächlich mir manchmal ein bisschen zu trocken. Ich gucke jetzt mal, wie es sich so über den Sommer anfühlt, weil da könnte es natürlich jetzt ganz gut passen. Ich hatte es jetzt irgendwie im Rest Winter gekauft und da war es mir tatsächlich teilweise ein bisschen zu trocken auf der Haut einfach. Ja. Ansonsten finde ich die Farbe sehr schön, es sieht sehr natürlich aus. Im Moment benutze ich aber wirklich wieder viel lieber noch die getönte Tagescreme, weil ich dann auch eben schon weiß, dass ich diesen 30%igen Lichtschutzfaktor mit drin habe. Hatte ich euch aber schon mal in einem anderen Video vorgestellt. Ja, und dann habe ich noch was, was ich jetzt im Moment sehr, sehr oft benutze. Also hier in Norwegen ist es so, dass ich mein, einerseits so ein bisschen mein Schuhstil als auch mein Kosmetikstil so ein ganz bisschen verändert hat. Also was heißt, dass jetzt hier vorwiegend Sneaker trage, weil ich eben sehr viel zu Fuß unterwegs bin und nicht mag, wenn ich unbequeme Schuhe anhabe und mir dann irgendwie ruckzuck die Füße wehtun. Und so ähnlich verhält sich das mit dem Thema Lippenstift. Ich vergesse hier ganz oft irgendwie Lippenstift drauf zu machen oder benutze es einfach nicht. Und habe aber auch jetzt über den Winter immer gemerkt, dass ich recht trockene Lippen habe. Und dann hatte ich, ich glaube im letzten oder vorletzten Jahr, war ich mit meiner Tochter in München und war bei MAC. Und dann habe ich von MAC damals, es war so eine Aktion, diesen Lip Conditioner Hydrant Pour Le Lèvre geschenkt bekommen in der Boutique. Habe den eigentlich ganz lange liegen gelassen, weil ich irgendwie nicht wusste, irgendwie, was ich damit anfangen soll. Weil ich eigentlich nicht so ein Typ bin, der ständig irgendwie so Labello oder Lipbalm benutzt. Dann nehme ich halt meistens eher einen Lippenstift. Jetzt hat sich das hier aber verändert. Und und das ist ein sehr, sehr schöner, es ist nicht richtig, also so ein Zwischending zwischen Lippenbalsam und Gloss. Und das mag ich gerne, aber ohne, dass es bappig ist auf den Lippen. Also es klebt nicht, das finde ich total wichtig. Und ich mache es jetzt immer so, dass ich eben hier mit dem, ich habe jetzt hier auch von MAC so einen Lippenkonturenstift in einer relativ natürlichen Farbe. Dann mache ich hier die Mitte der unteren Lippe, die Mitte der oberen Lippe, mache dann diesen Lippenbalsam drauf oder Lippenconditioner, was immer das jetzt bedeuten mag, und verwische das so ein bisschen und habe dadurch so einen leicht getönten, ja, Lippengloss drauf. Und das ist eigentlich so mein Go-To hier jeden Tag im Moment. Ich habe mir jetzt auch gerade einen neuen gekauft, weil der andere ist jetzt leer. Leider finde ich, sind die extrem teuer. Also die kosten, glaube ich, irgendwie 24 Euro, was ich schon für so ein Typchen Lippenconditioner echt viel finde. Aber sie sind super. Also sie helfen sehr, die Lippen zu befeuchten. Also das ist wirklich, fühlt sich sehr, sehr schön an, auch den ganzen Tag über. Es hält lange. Logischerweise jetzt nicht, wenn man isst und trinkt, aber so, wenn man damit unterwegs ist oder so, hält es echt lange auf den Lippen, gibt ein gutes Gefühl, macht die Lippen wirklich schön weich. Ja, und es ist eben deutlich dezenter als jetzt irgendwie ein knalliger Lippenstift. Und so für den Alltag finde ich es einfach perfekt. Also schmerzhafterweise habe ich mir jetzt einen zweiten gekauft aufgrund des Preises, aber ist eben auch ein Produkt, was ich so total gut finde und jetzt tatsächlich, obwohl ich es jetzt schon irgendwie 8 Monate im Schrank hatte, neu für mich hier entdeckt habe und mich darüber also auch wirklich freue, dass es so gut funktioniert. Ja, das wäre es jetzt erstmal hier von der Kosmetik- und Pflegefront. Ich zeige euch gleich noch die Klamotten, die ich neu habe und wollte euch vielleicht noch den einen oder anderen Lesetipp geben und dann sehen wir uns gleich. Dann wollte ich euch noch einen Buchtipp mitgeben und zwei Sachen, also zwei Bücher, die ich jetzt hier liegen habe, mit denen ich einerseits angefangen habe oder eins, was ich eben neu habe. Ich habe heute Morgen den neuen Roman von der Maike Werkmeister beendet. Ich blende es euch hier ein, weil ich es als E-Book gelesen habe. Und wer die Romane von Maike Werkmeister noch nicht kennt, die sind wirklich sehr, sehr schön zu lesen. Sie kommen, ich glaube, sie bringt einmal im Jahr einen Roman raus und die sind wirklich sehr liebevoll gemacht. Und was mir sehr gut gefällt, dass immer eine Nebenfigur aus dem vorherigen Roman in dem neuen Roman als Protagonistin oder Protagonist auch auftaucht. Das mag ich gerne, weil man immer das Gefühl hat, man trifft so alte Bekannte wieder. Das finde ich sehr, sehr schön. Der aktuelle Roman spielt zu meiner großen Freude auch noch zum größten Teil in London,
Was toll ist, es geht dabei auch um das Schwimmen in so Wildteichen da in Hempstead. Und ja, und es ist wieder eine sehr liebevolle Geschichte. Es ist eine romantische Geschichte auf der einen Seite, aber eben auch eine Geschichte, weil die Protagonistin Zoe ist eigentlich, meint sie es immer total gut, ist aber für andere teilweise ein bisschen schwieriger Charakter. Und sie muss sich da auch so ein bisschen mit ihren eigenen Schatten auseinandersetzen oder mit den Sachen, die sie als Persönlichkeitsanteil bei sich selber nicht so gerne sehen möchte. Was ich schön finde, weil es die Protagonistin eben sehr, also viel tiefer macht. Es ist jetzt keine so platte Geschichte. Das ist sowieso das Schöne bei der Autorin Maike Werkmeister, dass sie nicht platt schreibt oder platte Roman oder romantische Klischees verteilt, sondern immer, ja, die Figuren immer so eine bestimmte Tiefe haben, immer so ein bisschen so ein Struggle auch haben und da dran gehen auf eine sehr authentische Art. Es gibt dann ihren Vermieter, mit dem sie sich gut anfreundet, der Inder ist, und sie kommt da auch mit in diese indische Familie zum Teil rein, zu Feierlichkeiten, was sehr schön ist, was mir auch total gut gefallen hat, dass Zoe eine große Pflanzenliebhaberin ist und sich also Pflanzen kauft und denen auch Namen gibt, sehr lustige Namen gibt, wie ich finde. Also alles in allem ist es ein sehr gelungenes Buch wieder geworden. Ich habe es in einem Rutsch durchgelesen. Es ist wirklich eine Herzenslektüre. Perfekt auch jetzt für den Urlaub. Und was ich mag, ist, dass die Bücher auch immer sehr liebevoll gestaltet sind. Also in dem Fall, weil Zoe eben diese Pflanzen so gerne mag, ist es auch so, dass im hinteren Teil noch mal was zu den benannten Pflanzen gesagt hat, was das für eine Art ist, was die brauchen, wo die zu stehen haben und so weiter. Also, und es gibt eben in den älteren Büchern auch und in den vorherigen Büchern auch Rezepte und alles Mögliche. Also es ist immer so ein Rundum-Paket, ja, was ich sehr, sehr mag an diesen Romanen von Maike Werkmeister. Und die kann man tatsächlich alle blind lesen. Man kann die auch durcheinander lesen, weil jedes Buch natürlich auch für sich selbst steht. Ja, und der neue Roman, den mochte ich jetzt also wirklich sehr gerne. Dann habe ich mir schon vor ein paar Wochen dieses Buch gekauft. Das ist jetzt die englische Ausgabe, Before the Coffee Gets Cold. Ich bin mir jetzt gar nicht genau sicher, ob die deutsche Ausgabe genauso heißt. Ich weiß, dass es ein ziemlicher Bestseller ist. Ich muss sagen, ich habe angefangen und bin jetzt, sagen wir mal, über die Seite 15 noch nicht rausgekommen. Das liegt aber bei mir, glaube ich, an zweierlei Dinge. Das eine ist, dass es in so einem japanischen Kontext spielt, womit ich mich immer so ein bisschen schwer tue, weil ich mit der Kultur irgendwie so gar nichts zu tun habe. Es gibt ja viele Leute, die das total lieben. Und ja, ich habe da eigentlich wenig Ahnung und tue mich da irgendwie komischerweise schwer, weiß auch nicht so genau, woran das liegt. Und das Zweite ist, dass es hier um so ein altes Café geht, das Zeitreisen anbietet, jetzt mal ganz platt gesagt. Und ja, das habe ich tatsächlich vorher auch gar nicht so gewusst. Ich habe einfach das Buch gekauft, weil ich A, das Cover schön fand und B, wusste, dass es eben ziemlich viele gelesen haben und ziemlich viele davon begeistert waren. Jetzt muss man dazu sagen, dass ich auch dieses Thema Zeitreisen eigentlich nicht so wirklich mag, mich da auch schwer tue. Also ich will aber dem Buch auf jeden Fall nochmal eine Chance geben. Schreibt doch mal runter, ob ihr das schon gelesen habt, ob ihr das kennt. Also falls ich es wirklich fertig lese, werde ich es euch auf jeden Fall nochmal zeigen und auch euch sagen, wie es dann letztendlich war. Es ist jetzt auch kein wahnsinnig dickes Buch. Ich werde dem nochmal ein Go geben, aber das ist eben ein Buch, wo ich auch ein bisschen mit struggle, aufgrund der genannten Sachen eben. So, und dann habe ich mir noch ein Buch geholt, wo ich letztes Mal in Deutschland war. Das ist Aqua Alta von Isabelle Autissier. Ist im Mare Verlag erschienen. Dazu muss ich sagen, dass ich fast alle Bücher des Mare Verlags blind lesen kann, weil die einfach immer sehr, sehr gute Sachen rausbringen und auch die Haptik sehr schön ist. Ich habe vor einigen Jahren von Isabelle Autissier das Buch gelesen, Herz aufs Eis. Ja, das hat mich sehr begeistert, das mochte ich sehr gerne. Jetzt ist dieses hier da, also Aqua Alta. Es geht darum, praktisch um den Untergang Venedigs. Also dass es aufgrund von vom erhöhten Meeresspiegel eigentlich Venedig irgendwann nicht mehr gibt, dass diese Überschwemmung gibt und eine Familie, die dort lebt,
dann in so einen Konflikt kommt. Also ich habe es jetzt bisher noch nicht gelesen, ich habe es mir nur mitgenommen. Ich finde, es klingt interessant und ja, und natürlich auch relevant, ganz klar. Ja, ich werde euch auch darüber berichten, aber das sind jetzt praktisch die drei Bücher. Also zwei davon fange ich jetzt gerade an zu lesen. Eins habe ich jetzt gerade fertig gelesen, die ich euch erstmal irgendwie zeigen wollte und ans Herz legen wollte. Und ihr könnt ja gerne unten reinschreiben, ob ihr eins davon schon gelesen habt oder kennt oder wie ihr es fandet. Ich werde euch auf jeden Fall berichten, wenn die Bücher sich gelohnt haben. So, dann gehen wir jetzt einfach mal nach oben und dann zeige ich euch oben noch die Klamotten, die Kleidung, die ich neu habe. Und dann ja, gehen wir mal nach oben. So, fangen wir mal an mit den Sachen, die ich jetzt neu gekauft habe. Das fand ich jetzt tatsächlich hier in Norwegen ein bisschen schwierig, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, wie hier der Sommer verläuft oder wie sich das hier überhaupt dann anfühlt. Lohnt sich es überhaupt, Sommersachen zu kaufen? Faktisch ist es also so, dass wir jetzt seit, ich glaube, 3 Wochen super tolles Sommerwetter haben. Also wir haben hier 25, 27 Grad, immer mit diesem ganz leichten, etwas kühlen Wind unten drunter, was ich extrem angenehm finde. Also es ist wie wirklich wie so ein toller Sommer an der Nordsee. So fühlt es sich jetzt gerade im Moment an. Und es ist tatsächlich so, dass man Sommersachen braucht. Also lange haben wir ja in den dicken Wintersachen hier rumgemacht, aber jetzt ist der Sommer tatsächlich da. Wie lange er jetzt bleibt, wir haben ja jetzt erst Mai, weiß ich nicht, aber egal. Wir fliegen jetzt sowieso in den Ferien nochmal nach Mallorca, da wird es auf jeden Fall warm und da brauchen wir Sommersachen. Also, aber ich habe ein paar sehr schöne Sachen hier gefunden, die, wie ich finde, auch so ein bisschen spezieller sind, was mir sehr gut gefallen hat, unter anderem dieses Top hier. Was ich hier mag, sind eben diese sehr ausgestellten Ärmel und die Farbkombination, das ist so ein ganz leichter Baumwollstoff. Das ziehe ich auf jeden Fall schon super gerne an. Theoretisch könnte man das jetzt auch im Übergang anziehen mit einem Longsleeve drunter, ist also auch kein Problem. Aber ja, also die Farben mag ich total gerne. Hier diesen Pullover gekauft, der ist von Copenhagen Muse und das ist so ein Strickpulli. Der hat allerdings kurze Ärmel und der hat hier so wie, ja, ich weiß nicht, ob man das so gut sieht, so ein bisschen so einen ausgestellten, ja, fast wie so ein Westentouch hier oben drüber, ist so grob gestrickt. Und ja, der ist total angenehm. Also er ist sicher jetzt kein Oberteil, wenn es jetzt 25 Grad ist, aber gerade so bei 20 Grad, 19 Grad ist der wirklich perfekt, weil es eben so ein Zwischending zwischen T-Shirt und Pullover ist. Und was richtig schön war, wo ich den gekauft habe, dass er dann noch 50% reduziert war. Das war natürlich dann eigentlich eine ganz schöne Überraschung. Und den zu einer Jeans oder zu einer schwarzen Hose finde ich also mega und habe ich auch schon total oft angehabt. Dann hatten wir ja hier den 17. Mai, das ist der Nationalfeiertag in Norwegen. Der wird sehr groß gefeiert und alle machen sich sehr schick. Ich habe darüber schon in meinem Podcast gesprochen. Und alle die jetzt keine landestypische Tracht anhaben, machen sich eben sehr schick. Und das habe ich natürlich sofort zum Anlass genommen, mir auch ein neues Kleid zu kaufen. Oder beziehungsweise habe ich das im Fenster gesehen und dachte, ach perfekt, einen Tag vor dem 17. Mai hing es da und dachte, ja, es ist doch, ruft ja förmlich danach, gekauft zu werden. Und bin da auch sehr happy mit. Ich zeige euch das mal. Das ist jetzt auf dem Bügel sieht man es natürlich nicht ganz so gut. Das ist also ein langes Kleid. Es hat hier unten so ein bisschen so eine Rüsche, würde ich es jetzt nicht nennen. Es ist ein Wickelkleid, also man wickelt das so und ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich gucke mal hier, ich zeige euch das mal. Das hat nämlich hier so ganz kleine, ja, so Glitzerfäden praktisch drin. Und die Ärmel, die sind auch so ein bisschen ausgestellt hier an der Seite. Ist von Haust und ja, also ich habe es jetzt angehabt am 17. Mai. Ich mag es total gerne und ich weiß, dass ich das jetzt auf alle Fälle mit nach Mallorca nehmen werde. Und das ist auf jeden Fall ein sehr schönes, relativ schickes Kleid, aber sei mal mit Sneakern kombiniert oder so, ist es auch ein super tolles Alltagssommerkleid. Also und insofern glaube ich, dass ich das schon auch relativ oft anziehen kann und werde, ohne dass es jetzt immer unbedingt so einen speziellen Anlass dazu geben muss. Dann so die Haare so puschelig, naja, jetzt sind sie fast trocken.
Dann habe ich hier mir eine Hose gekauft. Und zwar ist sie hier in grün oder so ein sehr, sehr dunkles Grün. Es ist hier ansatzweise, also hier vorne ist so eine Tasche, auf dem anderen Hosenbein auch. Und hier unten ist, kann man das Hosenbein enger stellen auch, so ein Bändel. Es ist so ein bisschen so ein Cargo-Hosen-Style, aber nicht so extrem. Also ich habe ja diese Cargo-Hosen-Zeit, sag ich mal, irgendwie Anfang der 2000er Jahre schon mal mitgemacht. Ja, ich brauche das nicht, eigentlich jetzt nicht unbedingt wieder. Was ich aber ganz schön finde, ist, dass das hier so ein ganz, ich weiß nicht, ob man das jetzt, man sieht es wahrscheinlich nicht, aber es ist eben sehr, sehr dünner, so ein bisschen kühlender Stoff. Ich weiß gar nicht, was das für ein Material tatsächlich ist. Ja, ist eigentlich Baumwolle. Fühlt sich gar nicht so sehr an, weil das so ein bisschen, wie so ein bisschen glänzender außen ist. Ist aber eine super bequeme, leichte Hose, was ich auch sehr schätze im Sommer. Und ja, ich habe vom letzten Jahr noch so ein paar Leinenhosen, diese längeren, weiteren Leinenhosen von Arket und von Koss, die ich auch noch gerne anziehe. Aber das ist jetzt halt auch nochmal eine schöne Alternative, weil die anderen sind irgendwie in Weiß und Creme und Schwarz. Das ist jetzt nochmal grün. Finde ich ganz schön für den Sommer mit Sneakern dazu oder auch Sandalen. Wie weit ich das jetzt hier, diese dünneren Sachen anziehen kann. Aber ich denke, so wie es jetzt ist, wird sich das natürlich hier auch geben. Ich muss nur manchmal so ein bisschen dran denken, weil ich eben so oft Jeans anziehe und immer Jeans anziehe, dass ich ja manchmal vergesse, dass ich eben auch noch andere Hosenarten im Schrank habe. Da muss ich mich immer so ein bisschen selber mal dran erinnern, dass ich nicht immer so wirklich völlig im Tran immer dieselben Sachen quasi aus dem Schrank nehme, die ich eben gerne anziehe, sondern eben die Sachen auch integriere, die dann neuer sind, dass ich die nicht schone, sondern die dann eben genauso trage wie meine Jeans. Und dann ja, freue ich mich jetzt drauf, die Hose eben auch zu tragen im Sommer. Und mein letzter Kauf ist diese Bluse hier. Die habe ich in demselben Laden geholt, hier so eine kleine Boutique in Stavanger. Und das ist halt, muss ich kurz erzählen, ist nämlich auch ganz cool, weil wir hier wirklich so schöne kleine Läden haben. Also wir haben hier halt auch H&M und Zara und das. Aber wir haben eben auch diese kleinen Boutiquen, die so ein bisschen skandinavische Designer haben oder eben auch so einfach speziellere Sachen. Wir haben auch so ein paar Thrift-Shops, also so Second-Hand-Shops. Ja, und wenn man sich so ein bisschen die Zeit nimmt und auch die Muße hat, kann man hier wirklich ein bisschen außergewöhnlichere und schöne Sachen entdecken. Ja, und diese Bluse fand ich eben auch super schön. Also die hat halt, die ist auch so bestickt, ist aber in Weiß. Und wenn man jetzt hier nur an diesem Ärmel sieht, guck mal, dann seht ihr hier schon diese wunderschöne Borde drumherum, zwei Knöpfe hier und man sieht es dann vielleicht hier nochmal so ein bisschen, die Kamera fängt es glaube ich nicht ganz so ein, also diese Stickerei hier drauf und die ist dann quasi auf der ganzen Bluse, es ist eine Baumwollbluse, sehr klassisch eigentlich, also hier oben auch kein großer Kragen, eine normale Länge und ja, die ist von Urban Pioneers. Finde ich also auch super schön. Ich habe jetzt dieses Jahr sowieso sehr stark meine Blusenliebe entdeckt. Ich habe es auch schon verflucht beim Bügeln, aber egal, ich finde es eben sehr schön. Ich habe auch noch vom letzten Jahr diese Leinenblusen, diese etwas längeren auch von Arket. Die sind eben auch immer super für den Sommer, aber ich freue mich jetzt, dass ich jetzt zum Beispiel diese oder eben diese, die jetzt nicht ganz so super klassisch sind, aber trotzdem irgendwie ja so ein bisschen was Besonderes sind, habe und die lassen sich ja auch super kombinieren mit Jeans, mit dieser grünen Hose zusammen, mit einer dunklen Hose, ja, mit Shorts, was auch immer, mit dem Rock. Ja, also, das sind jetzt quasi meine Neukäufe an Kleidung und ich muss jetzt mal hier anfangen, auch die Jacken nochmal zu sortieren. Da bin ich jetzt noch so ein bisschen am Gucken an Sommerjacken, aber ich bin jetzt tatsächlich auch so dazu umgestiegen, für den Sommer vor allem irgendwie so Strickjacken dann zu benutzen, die man sich auch gut umbinden kann. Dann ist man immer so ein bisschen flexibler als jetzt so mit dem Trenchcoat. Das ist mir hier dann tatsächlich schon fast immer zu viel. Das war es jetzt hier von meiner Seite. Ich freue mich, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Ich freue mich auch, wenn ihr ins nächste Video wieder reinschaut und wenn ihr irgendein Thema habt, was euch besonders interessiert, dann schreibt es doch einfach unten in die Kommentierungen.
Ich bin dann auch immer ganz dankbar, wenn ihr mal irgendwie einen Tipp habt, was ihr mal wieder sehen wollt. Oder wenn euch irgendwas speziell über Norwegen interessiert, wobei ich darüber ja oft im Podcast spreche. Also da seid ihr schon, glaube ich, immer, wenn ihr das ab und an mal hört, ganz gut auf dem Laufenden. Ich wünsche euch erstmal eine schöne Woche und dann hören oder sehen wir uns demnächst wieder. Bis dahin.